liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans. Der Sakhir Grand Prix, das Bahrain-Rennen, auf das wir uns vielleicht ein bisschen mehr gefreut haben. Jetzt ist es endlich da. Warum haben wir uns mehr gefreut? Na ganz klar, wegen dieser Streckenvariante, was ganz Spezielles im Formel 1 Rennkalender. Extrem kurze Rundenzeiten werden gefahren, deutlich unter einer Minute. Und deswegen hatten wir ein Riesenspektakel für das Qualifying erwartet. Ich habe all meinen Freunden gesagt, auch die nicht so Formel 1-affin sind, schaut euch das an, da geht es heute richtig zur Sache. Naja, das ganz große Chaos ist ausgeblieben, so wie immer in der Formel 1, wenn man sowas erwartet. Warum das ausgeblieben ist, dazu später ein bisschen mehr. Davor wollen wir uns aber nochmal mit Romain Grosjean beschäftigen. Ja, wir haben in letzter Zeit viel über ihn und seinen schweren Unfall gesprochen. Aber jetzt gibt es ein paar neue Sachen, die wir erzählen können, nicht über den Unfall selbst, sondern wie es mit Romain Grosjean vielleicht weitergeht. Er hat sich ja relativ früh nach seinem Unfall, direkt nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus, schon wieder im Formel-1-Fahrerlager gezeigt. Wirklich tolle Szenen, die sich da abgespielt haben, als er dieses Fahrerlager wieder betreten hat. Seine Frau Marion ist ja direkt eingeflogen nach Bahrain. Und als er da das Fahrerlager betreten hat, ist er unter großem Applaus empfangen worden. Er hat sich auch mit seinen Rettern getroffen, mit dem Arzt, der ihm da über die Leitplanke geholfen hat, mit Ian Roberts, mit Alan van der Merwe, mit dem Medical Car Fahrer gab es eine sehr, sehr herzliche Umarmung. Und also wirklich tolle Szenen. Und wenn man diese Bilder noch so im Auge hat von dem brennenden Fahrzeug und dann sieht, dass derjenige, der da drinnen saß, ein paar Tage später schon wieder ins Fahrerlager geht oder humpelt, denn der linke Fuß ist noch ein bisschen angeknackst, ein bisschen verstaucht, dann ist das absoluter Wahnsinn. Und Romain Grosjean hat sich auch sehr, sehr viel Zeit genommen, zu den Medien gesprochen in den letzten Tagen. Jetzt hat er gesagt, jetzt reicht's mal wieder. Völlig verständlich. Er hat auch wirklich sehr, sehr toll Bericht erstattet, hat das aus seiner Sicht geschildert. Sehr spektakulär auch zu hören, denn die Rettungsaktion selbst, also oder wie er aus dem Auto rausgekommen ist und so, da gibt es ja keine, oder ich habe zumindest keine richtigen Bilder davon gesehen, keine Videos, und deswegen hat er das sehr eindrucksvoll geschildert, wie er da erstmal gelandet ist und dann konnte er sich gar nicht mehr erinnern, wie er das Lenkrad abgenommen hat. Das musste er gar nicht abnehmen, das ist abgebrochen, weil die Lenkstange abgebrochen ist. Auch das Feuer, das hat er erstmal gar nicht wahrgenommen, das hat ein bisschen gedauert, an Feuerlöscherknopf hat er da gar nicht gedacht, hat einfach nur versucht, aus dem Auto dann rauszukommen, dann ist er unten stecken geblieben mit dem Schuh, dann hat er den Schuh eben, oder ist aus dem Schuh rausgekommen und konnte sich so aus der Pedalerie befreien, dann musste er sich erstmal einen Weg nach oben rausbahnen, aus den ganzen Leitplanken, Wirrwarr und so weiter, also wirklich eindrucksvolle Schilderungen von Romain Grosjean, wie das Ganze abgelaufen ist, und wenn man dann sieht, dass da ein Mensch drinnen war und heute ganz normal zu uns sprechen kann, absoluter Wahnsinn. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht es weiter mit Romain Grosjean? Er macht einen ganz vitalen Eindruck, aber ob er ein Formel-1-Auto am Limit bewegen kann, so, das steht noch in den Sternen und vor allem steht ja der Saisonabschluss in Abu Dhabi schon in der kommenden Woche auf dem Plan und er will natürlich unbedingt wieder im Auto sitzen, denn realistisch betrachtet wäre es sein letztes Rennen in der Formel 1. Sein Vertrag bei Haas läuft ja aus, Mick Schumacher und Nikita Mazepin übernehmen dann dort und so einen Abschied mit diesem Unfall und dann nicht mehr im Formel-1-Auto sitzen, das wäre seiner Karriere natürlich unwürdig. Und deswegen tut er alles, um irgendwie ins Auto zu kommen. Wenn das Ganze nicht gelingen sollte, was wir natürlich nicht hoffen, dann hat er aber gesagt, will er es nicht so sein lassen, dann versucht er da irgendwie einen privaten Test zu engagieren, dass er dann nochmal ans Steuer eines Formel-1-Autos kann. Privater Test ist natürlich immer nicht so ganz einfach. Ist auch mit ein bisschen Geld verbunden, wenn das nicht das Team übernimmt. Und deswegen wurde Toto Wolff heute dazu gefragt, ob er sich vorstellen könnte, dass Mercedes das Auto stellt, wenn Romain Grosjean so einen Test machen will. Und Toto hat dann gesagt, naja, wenn es legal ist, wenn niemand irgendwas dagegen hat und wenn sich niemand aus dem Grosjean-Universum finden sollte, also von seinen ehemaligen Teams oder von seinem aktuellen Team, dann würde Mercedes da ja tatsächlich einspringen und würde Romain Grosjean ein Auto zur Verfügung stellen, um nochmal ein paar Formel-1-Kilometer zu sammeln. Also das sind viele, viele Wenns und besonders wahrscheinlich ist es nicht. Vielleicht sagt Romain Grosjean jetzt aber, naja, wenn ich den Mercedes fahren darf, dann fahre ich dann Abu Dhabi nicht und sage einfach, kein anderes Team wollte mich fahren lassen, nur damit er mal den Mercedes fahren kann. Nein, wir hoffen natürlich nicht, dass es überhaupt so weit kommen kann oder kommen muss. Wir hoffen natürlich, dass Romain Grosjean in Abu Dhabi wieder im Auto sitzt. Wie realistisch das Ganze ist, kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen. Ja, realistisch fand George Russell Startreihe 1 vor ein paar Tagen auch noch nicht. Jetzt sitzt er im Mercedes und dann stellt er gleich an seinem ersten Wochenende den schwarzen Silberpfeil auf Startplatz 2. Der ein oder andere von euch ist jetzt vielleicht ein bisschen enttäuscht, nachdem er die Trainingssitzungen ja dominiert ist, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber nachdem er da zweimal auf Platz 1 war.
am Freitag, aber ihm haben tatsächlich nur 26.000stel auf die Polezeit von Valtteri Bottas gefehlt. Brutal eng natürlich auf diesem Kurs alles zugegangen und George Russell hat es auch sehr, sehr gut umgesetzt. Man muss wirklich bedenken, der wurde da so ins kalte Wasser geschmissen. Wahnsinn, also das Auto passt ihm ja auch nicht, seine Schuhe sind zu groß, seine Schultern sind zu breit, die mussten über Nacht gekühlt werden mit Eis und so weiter. Wir haben gestern ja schon ein bisschen über Valtteri Bottas gesprochen, dass das für ihn eine sehr schwierige Situation ist, er sehr stark unter Druck steht, der kann ja da nicht gewinnen. Bei George Russell hingegen ist es genau umgekehrt, das hat Toto Wolff heute auch nochmal klargestellt, was der für einen tollen Job macht und dass man überhaupt keine Erwartungen hatte und naja, dann kann er eben wirklich befreit auffahren im Gegensatz zu Valtteri Bottas. Aber er macht halt auch wirklich stark, denn 26.000stel, das muss man erstmal schaffen. Bottas hatte vielleicht nicht die optimale Q3-Runde, hatte keinen Windschatten. Vielleicht wäre er noch ein bisschen schneller gewesen als George Russell. Ist ja egal, die Reihenfolge ist so, wie sie ist. Und starke Leistung vom jungen Engländer, aber seine erste Qualifying-Niederlage überhaupt in der Formel 1, nachdem er ja zuvor letztes Jahr gegen Robert Kubica und in diesem Jahr gegen Nicolas Latifi immer gewonnen hat. Hat er im Rennen eine Chance zu gewinnen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wage es ein bisschen zu bezweifeln, denn wir haben natürlich zum einen den Start, der ist mit einem Auto, das man nicht kennt, Rennszenario, stelle ich mir sehr schwer vor, er auch noch auf der dreckigen Seite. Dazu ist er eigentlich auch gar nicht gewohnt, so weit vorne zu starten. Direkt vor ihm steht niemand. Hat er schon gesagt, das wird eine neue Erfahrung in der Formel 1 für ihn. Dann dazu kommt, dass seine Longrun-Pace am Freitag nicht besonders gut war. Da bin ich sehr gespannt zu sehen, wie sich die jetzt entwickelt hat, ob das besser wurde. Und dann kommen natürlich noch diese Sachen dazu, dass ihm das Auto nicht so richtig passt. Im Rennen drin kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen unangenehmer ist als jetzt im Qualifying drin. Da hat er gesagt, das Auto ist so schnell, da vergisst man die ganzen Schmerzen. Im Rennen ist es dann vielleicht ein bisschen anders. Ob ihn das dann hindern wird, weiß ich nicht. Aber bin mal sehr gespannt. Auf den Sieg würde ich dann letztendlich tatsächlich nicht unbedingt tippen. Auf den Sieg von Verstappen hätte ich vielleicht getippt, wenn die Reifenwahl ein bisschen anders ausgefallen wird. Also Verstappen startet von Platz 3, halbe Zehntel Rückstand auf die Polezeit von Valtteri Bottas. Das ist verdammt nah dran. Man dachte ja, dass Red Bull diese Strecke überhaupt nicht liegt, diese Powerstrecke. Klar, ist dann auch wieder sehr kurz und deswegen sind die Abstände generell eng, aber so eng, das hätte eigentlich niemand gedacht vor dem Wochenende. Und wenn Red Bull ja dann im Qualifying schon so nah dran ist, wo man sich generell keine Hoffnungen macht, wie sieht es dann überhaupt im Rennen aus? Und wir haben ja in der Longrun-Analyse, in der Trainingsanalyse vom Freitag schon gesehen, ja, der Red Bull ist verdammt schnell, der hat da sogar dominiert. Und mit dieser Ausgangssituation, Mercedes auf 1 und 2 und Verstappen auf der 3, hätte ich vielleicht gesagt, der hat ganz, ganz gute Chancen, da das Rennen zu gewinnen. Aber Mercedes hat die Gegner so ein bisschen reingelegt. Gut, Red Bull hat sich dann auch selbst reingelegt, aber warum hat Mercedes die Gegner reingelegt? Mercedes hat als einziges Team 3 Runs im Q3 gemacht. Kürzeste Strecke überhaupt im ganzen Jahr. Und das ist die einzige Möglichkeit, 3 Runs zu machen. Sonst macht man immer nur 2. Eigentlich hatten sie es perfekt durchgeplant. Sie hatten nur 3 Sätze Soft überhaupt mit ins Qualifying reingenommen. Und alle 3 wollten sie dann erst am Ende verfeuern. Es ging ja nicht so ganz auf, weil sie im Q1 nicht sicher waren, ob die Mediumzeit reicht oder nicht. Dann haben sie da schon einen Softsatz hergenommen, haben dann den ersten Versuch im Q3 mit dem gebrauchten Softsatz gefahren. Deswegen waren sie da nicht ganz vorne. Da dachte man schon, oh, die ganz große Sensation liegt in der Luft. Das war dann nicht so. Aber sie hatten schon mal eine Benchmark-Time, ganz wichtig bei dem erwarteten Chaos. Und dann hatten sie noch 2 Versuche auf den frischen Softreifen. Also das war ganz geschickt von Mercedes. Noch dazu hat man einen Medium-Reifen mehr als am vergangenen Wochenende fürs Rennen. Auch das hat man sehr geschickt gemacht, wie man da reingegangen ist in das Qualifying. Valtteri Bottas sind ja vor einer Woche die Reifen ausgegangen nach seinem Puncture, nach seinem Plattfuß da. Also da ist man extrem gut aufgestellt und man startet eben auf den Medium-Reifen. Und das im Gegensatz zu Red Bull, die starten, oder Verstappen startet auf dem Soft-Reifen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, der wollte doch aggressiver sein, der wollte doch was ausprobieren, der braucht vielleicht eine Offset-Strategie, um was zu erreichen. Ja, aber Pirelli sagt leider, es ist relativ deutlich, was die bessere Strategie ist. Und die führt nicht über den Soft-Reifen, den wird Mercedes überhaupt nicht aufziehen, wenn alles normal läuft. Die haben ja so viele Medium-Reifen, die können so oft stoppen, wie sie wollen und nie auf den Soft setzen. Und deswegen glaube ich nicht, dass das so gut ist, wenn man dann auf den Soft startet. Klar, man hat einen Startenvorteil, natürlich gegen George Russell, der möglicherweise Probleme haben wird. Da kann man vielleicht eine Position gewinnen, aber auf die Rennzeit hinaus kalkuliert ist das nicht die beste Option.
Red Bull hat das nicht freiwillig gemacht. Die wollten eigentlich auch auf dem Medium durchkommen. Dann war die Zeit von Verstappen aber im Q2 nicht gut genug. Und dann hat man sicherheitshalber noch den Soft aufgezogen und deswegen startet man jetzt darauf. Verstappen sieht so, naja, ja, sowieso nichts zu verlieren. Deswegen jetzt eigentlich ganz okay. Insgesamt, glaube ich, wäre es fürs Rennen besser gewesen, wenn die unter gleichen Voraussetzungen reingegangen wären, weil Red Bull vielleicht die bessere Rennpace hat, Mercedes bessere Ausgangslage. Das hätte spannend werden können. Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass es nicht spannend wird, aber andere Ausgangslage hätte mir noch ein bisschen besser gefallen. Strategie an sich wird natürlich auch richtig spannend, denn wenn man so einen Boxenstopp macht, verliert man fast gleich mal eine halbe Runde. Kann man sagen, es ist eh egal, weil die anderen ja genauso weit zurückgefallen sind. Andererseits ist die Strecke weniger selektiv, das heißt, die Abstände sind insgesamt kleiner. Man hat dafür mehr Runden. Naja, am Ende kommt man dann wieder ganz normal raus, wie auf jeder anderen Strecke auch, kann man sagen. Dann kann man sagen, der, der später kommt, der läuft ja schon früher auf die zu Runden auf. Also da sind ganz, ganz viele Variablen in der Gleichung, die wir aktuell noch nicht so ganz abschätzen können. Deswegen könnte es sein, dass es im Rennen ein größeres Chaos wird als im Qualifying, wo es komplett ausgeblieben ist. Warum? Naja, gibt es mehrere Theorien. Zum einen haben sich die Fahrer natürlich echt gut verhalten und zum anderen waren die so teilweise ein bisschen offset unterwegs. Das heißt, es waren nicht alle, weil die Runde so kurz ist, waren die teilweise auf ihrer Outlap und teilweise auf ihrer schnellen Runde. Und natürlich gibt es dann große Geschwindigkeitsunterschiede, aber man kann schön Platz machen. Wenn jetzt alle gleich direkt hintereinander wie an der Perlenschnur auf ihre schnelle Runde gehen würden, dann würden alle versuchen, den optimalen Abstand zu halten und dann würden sie immer gappen vor der letzten Kurve und dann würde sich das zurückstauen. Und das gab es diesmal nicht. Und deswegen glauben wir, ist es ein bisschen besser gelaufen. Besser gelaufen ist es nicht für Alexander Albon, den Teamkollegen von Max Verstappen, während dem ein halbe Zehntel auf Pole gefehlt haben, ist Alexander Albon im Q2 ausgeschieden, nur Startplatz 12. Ist jetzt nicht unbedingt ein Bewerbungsschreiben für eine weitere Verpflichtung. Er hat aber als Erklärung gebracht, ja, das Problem war das dritte freie Training. Er wollte da, oder Red Bull wollte da einen Satz Soft sparen, damit das dann im Qualifying leichter hat. Und hat sich erstmal angeschaut auf den harten Reifen, lief so gut, dann hat man gedacht, okay, da passt alles, Balance passt, so können wir dann auch ins Qualifying gehen, dann opfern wir jetzt keinen soften Satz, sondern ziehen Medium auf, alles wunderbar. Dann ist man ins Qualifying gegangen, Soft draufgezogen, die Balance hat nicht mehr gepasst, weil er verhältnismäßig mehr Grip auf der Vorderachse hatte und dadurch war die ganze Balance dahin und dann ging nichts mehr. Hört sich halt irgendwie so nach der üblichen Alexander Albon-Ausrede an. Auch wie er das Ganze dann immer so darstellt, ich muss sagen, wirkt nicht unbedingt gut aktuell, was abliefert auf und neben der Strecke. Vielleicht sollte er einfach sagen, ich war nicht schnell genug, ich bin nicht schnell genug, was auch immer, finde ich dann ein bisschen angenehmer als auf die Strategie, das Ganze zurückzuführen, auch wenn es natürlich von außen schwer zu beurteilen ist, wie viel da tatsächlich dann war. Also, aber wir kennen ja alle Rennfahrer, haben 1000 verschiedene Ausreden. Ja, nach Ausreden hat Sebastian Vettel nicht wirklich gesucht, sondern der hat einfach gesagt, er war nicht schnell genug. Gestern sah es katastrophal aus, war aber gar nicht so schlecht, wie er uns ja erzählt hat. Heute nur Startplatz 13, wohingegen Teamkollege Charles Leclerc sensationell Vierter wurde. Ja, im dritten freien Training gab es noch ein Problem an seinem Motor, musste getauscht werden. Ein bisschen Trainingszeit im FP3 verloren, nichts Dramatisches. Der Motor hat gesagt, nee, er hat dadurch keinen Nachteil gehabt. Er hat vielleicht ein bisschen Zeit auf der Geraden verloren. Das hatte aber eher mit der Positionierung zu tun, weniger Windschatten. Und dann war sein größtes Problem der Mittelsektor, diese eine Schikane, die es da drin gibt, die hat er einfach nicht so richtig hinbekommen und hat einen Grip da nicht gefunden. Und deswegen hängen geblieben im Q2. Ja, bitter für ihn, weil Charles Leclerc danach richtig ausgeholt hat. Der hatte noch einen Satz Soft übrig. Das ist ja der Satz, den man davor nicht angreifen darf. Hat den draufgepackt und war dann erstmal Zweiter, weil die Mercedes ja noch nicht mit den frischen Reifen unterwegs waren. Das sah schon nach der ganz großen Sensation aus. Er ist aus dem Auto ausgestiegen, wusste eh, kann nicht mehr machen und am Ende Vierter geworden. Also ganz, ganz starkes Ergebnis. Ob es im Rennen dann auch so gut läuft, sei mal dahingestellt. Reifenverschleiß bei Ferrari ist ja so eine Sache. Ferrari Junior haben wir noch im Angebot. Mick Schumacher, ja, der hat heute den Sack zwar noch nicht zugemacht in der Formel 2, aber hat Schadensbegrenzung par excellence betrieben, wenn man so will. Ausgangsposition war ja nicht besonders gut. Nach seinem Crash mit Roy Nissany nur auf Startplatz 18, wohingegen Callum Eilert auf Startplatz 9 stand, sein größter Titelrivale. Und im Rennen sind sie direkt hintereinander ins Ziel gekommen. Mick auch noch mit der schnellsten Rennrunde, deswegen gleich viel Punkte geholt. Mick zwar hinter ihm, aber der darf morgen durch Reverse Grid dann vor ihm starten. 14 Punkte Vorsprung, 17 kann man maximal holen. Also es sieht gut aus für den Schumacher und ich bin guter Dinge, dass er da den Sack zumachen kann. Also rentiert sich auf jeden Fall da auch, das Rennen anzuschauen oder natürlich dann bei motorsportmagazin.com nachzulesen, wie das Ganze ausgegangen ist. Am besten,
macht ihr noch zwei Sachen, wenn ihr da nichts verpassen wollt. Zum einen Sprint-Magazin abonnieren. Da kriegt ihr dann zwar nicht unbedingt gleich, das ist nicht die Variante, wie man von dem Ergebnis der Meisterschaft erfährt, aber da könnt ihr einen Hintergrundartikel zu Mick Schumacher lesen, ist auch ganz schön auf dem Cover drauf. Und wenn ihr natürlich dann sofort erfahren wollt, was sich in diesen Meisterschaftsrennen tut, unbedingt die kostenlose motorsportmagazin.com-App runterladen für Android oder iOS, je nachdem, was man da hat. Und dann kriegt man sofort eine Push-Mitteilung, wenn Mick Schumacher den Meister wird, auch wenn er den Meistertitel verlieren sollte, kriegt ihr wahrscheinlich auch eine Push-Mitteilung, wenn ihr das wollt und so einstellt. Sonst bleibt noch zu sagen, wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, unbedingt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren.